Sali zusammen. Bissige Texte und eine auffällige Frisur, das sind seine Markenzeichen. Aktuell macht er gerade Halt in Appenzell, der Andreas Thiel. Ja, Andreas, jetzt wollen wir es mal ganz kurz wissen. Wie lange stehst du eigentlich morgen im Bad, um die Frisur zu stylen? Also das habe ich ja schon am Schawinski gesagt, er soll mich nicht keine Frisurenfragen stellen, weil seit Jahren fragt jeder Journalist zuerst irgendwie eine Viertelstunde lang, fragt mich aus, ob ihre Frisur, wenn ich damit schlafe, wie lange das sie brauchen, ob sie echt ist, was für Farben und so weiter. Und das ist auch nicht gut gekommen im Schawinski, wenn ich mich trotzdem gefragt habe. Darum kannst du alles in anderen Interviews nachlesen. Frisurenfragen können wir rauslassen. Aber trotzdem noch ganz kurz, mit dieser Frisur fällst du auf. Alle anderen Leute haben 0815 Haarschnitt. Wie langweilig ist für die Menschheit mit der anderen Frisur? Also, wenn du deine eigene Frisur jetzt auf die ganze Menschheit projizierst, dann ist das Zeug von einer kleinen Grössenwahn. Es gibt durchaus Kulturen, die ganz andere Frisuren haben, als wir hier Standard haben. Aber ich würde sagen, mit ihrer Frisur geht es mir gleich, wenn mit dem Schawinski seiner, ich würde depressiv. Also, und sonst muss man es halt ein bisschen mit Humor nehmen. Humor, so heisst ja auch dein aktuelles Programm. Was macht für dich guten Humor aus? Humor ist die Fähigkeit, die Welt anzuschauen und trotzdem nicht verrückt zu werden. Überwachen Andreas Thiel selber lachen? Also ich lache gerne über Berge, über Reh, Steinböck, Gämschi, Hünge, Schaf, Regenbögen, Herbstwälder, blühende Kirschbaumallee, Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge. Ich lache gerne, wenn etwas schön ist. Und du bringst aber die Leute auch zum Lachen, indem du immer wieder Hierarchien in Frage stellst, Hierarchien kritisierst auf dieser Welt. Warum hast du selber Mühe mit Hierarchien? Dass ich Mühe mit Hierarchien hat sicher zu tun mit meinen Eltern und meinen Lehrern. Aber dass ich Hierarchien kritisiere, liegt am Beruf des Satirikers. Man kritisiert Machtpositionen, alles Macht und Geld verkörpert. Das heisst, als Satiriker kommst du jetzt nicht auf die Idee, irgendwie die lustig zu machen über einen Bettler oder irgendjemand, was schlecht geht. Das heisst, das ist das natürliche Feindbild vom Satiriker, der Mächtig. Du hast ja auch schon schwierige Zeiten gehabt. Aussagen zum Islam haben dir Kritik gebracht. Was sind für Lehren, die du daraus herausziehst, aus diesen Schlagzeilen? Ja, ich habe daraus gelernt, dass ich recht hatte. Also, was ich vor, was ist jetzt so 3-4 Jahre her, habe geschrieben über den Koran, das ist dann verrissen worden vom Blick bis zur NZZ. Unterdessen kann man das alles lesen im Blick und in der NZZ. Und wenn man mehr will wissen über den Andreas Thiel, auch wo er auftreten tut, dann gibt es eine Webseite, wenn du nicht gerade hier in Appenzell bist. Wo findet man alle Informationen, wo du unterwegs bist? Ja, das ist einfach www.andreasthiel.ch, ist auch dort hinten alles angeschrieben. Danke vielmals für das kurze Gespräch hier in Appenzell und dir jetzt auf jeden Fall ganz einen guten Auftritt. Danke vielmals. Merci vielmals.